Ja, herzlich willkommen. Es ist soweit. Wir sitzen heute das allererste Mal gemeinsam im Vectron, das allererste Mal gemeinsam im TSW4 und das allererste Mal gemeinsam auf der Vorarlberg-Strecke. Ja, der TSW4, endlich ist er draußen, endlich gibt es Videos dazu und endlich haben wir eine neue Lok, ein wundervolles Gefährt, der Simons Vectron Baureihe 193. Unterwegs in Österreich. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Gucken uns einmal ganz kurz das Außenmodell an. Also es sieht wirklich hervorragend aus, muss ich an dieser Stelle sagen. Ne, also alle Details, die man sich da so wünscht. Hochauflösende Texturen, selbst hier diese Texturen an der Seite hochauflösend. Hier haben wir die Anzeigen für die Bremsen. Noch ein Feuerlöscher. Also alles Mögliche. Mit dazu, mit dem Vectron werden auch noch diese Wagen von VTG geliefert, die EAONS-Wagen aus Maschen-Rangierbahnhof. Ja, und unsere Aufgabe ist heute zweigeteilt. Wir fahren den 6039-7 Wolfurt nach Dornbirn-Steinbruch, Teil 1, und Teil 2 wird entsprechend folgen. Das ist der Führerstand. Heute geht es gar nicht so viel um den Fahrplan, den irgendwie einzuhalten, sondern es geht darum, das Fahrzeug hier kennenzulernen. Und auch die Strecke dazu, hier den einmal auf Schwarz-Weiß gestellt. Dann eine Besonderheit von dieser Version des Vectrons ist, dass die Geschwindigkeitsanzeige hier auf dem rechten Display ist. Das ist tatsächlich prototypisch, also das ist realitätsgetreu. Aber für diejenigen, die es stört, wir können, wenn wir einmal hier auf diese Taste hier drücken, auf UD, dann stellen wir das hier einmal so um und dann können wir hier drauf drücken und zack, haben wir die Geschwindigkeitsanzeige hier im Display in der Mitte. Das gefällt mir persönlich auch ein bisschen mehr. So, dann wir stehen einmal auf und gehen mal hier nach hinten zum Rückpanel. Maschinenraum ist übrigens nicht ausmodelliert. So, befinden uns hier im Maschinenraum. Hier machen wir uns die PZB, die LZB und meinetwegen erstmal auch die SIFA an, nur um zu zeigen, dass die SIFA auch funktioniert. Dann auf der anderen Seite ist jetzt hier nichts zu erledigen. Wir können uns wieder setzen. Ist der Sitz eigentlich höhenverstellbar? Nee, ist er nicht. Schade. Vmax sind 200 km/h. Unser Zug darf natürlich nur um einiges langsamer fahren. Dann gehen wir hier nach rechts, stecken den Hauptschlüssel rein und einmal ganz wichtig, hier einmal draufdrücken auf Führerbremsventiltrennung angeschlossen. Und der Zug ist eingebremst. Sehr gut. Die direkte Bremse können wir an sich schon mal lösen. Dann hier den Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung noch setzen. Genau, es macht einmal tut. Hier ist unser GSMR. Ist nicht weiter bedienbar, aber wenigstens ist hier eine halbwegs gescheite Textur drin. Dann haben wir hier die Lichtkonfigurationen. Das passt soweit. Das können wir so übernehmen, denn wir haben vorne dreimal weiß und hinten haben wir die Zugschlusstafeln, haben wir nicht. Okay, warum eigentlich nicht? Sind hier bei der Lok die Lichter an? Nee. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass die Zugschlusstafeln mit dabei sind. Na gut. Dann können wir hier in diesem Display können wir noch ein paar weitere Einstellungen tätigen. Die E-Bremskraft können wir hier erhöhen auf 240 kN. Ich weiß jetzt nicht, ob das erlaubt ist oder nicht, aber ich mache das jetzt einfach mal. Da gibt es bestimmt irgendwelche Vorgaben, welcher Zug in welchem Land da welcher mit welchen Einstellungen fahren darf. Was wir auch machen können, die Zugkraft können wir auch zum Beispiel niedriger setzen auf 200 oder 150 Kilonewton. Das ist vor allen Dingen dann relevant, wenn wir Doppeltraktion, glaube ich, unterwegs wären. Sind wir nicht, von daher ist das egal. Oberstrombegrenzung, also bleiben wir bei 600 Ampere. PZB-Modus M ist, denke ich mal, in Ordnung. Bremsart P. Oh, weiß ich nicht, ob wir ein P oder ein G fahren sollten, aber lassen wir uns jetzt mal bei P. Zugbeleuchtung brauchen wir nicht, weil unsere Wagen keine Beleuchtung benötigen. Genau, dann können wir die Bremse lösen oder zumindest schon mal anlösen. PZB Zugbeeinflussung. funktioniert soweit. Klimaanlage brauchen wir jetzt alles hier nicht. Hier können wir den Fahrdienstleiter kontaktieren. Und ja, mittlere Zugart ist aktiv, Bremse ist angelegt. Das wollen wir doch mal jetzt ändern. Angleicher aktiviert.
Und ich schalte Leistung auf. Wir hören mal hin, was die Lok so soundtechnisch zu bieten hat. Oh, das Licht müssen wir ausschalten hier. Okay, wir sind überwacht auf 45. Dann machen wir einmal, nutzen wir kurz die Zeit und machen das Licht aus. So. Genau. Immer noch keine Zugschlusstafeln. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie selbst ändern können. Nee. Das ist die Sifa, die sich hier gemeldet hat. So. Hier haben wir den Luftkompressor Makro, einmal hergehört auf das Makro. Und einmal das Tiefe. Jawohl. So muss doch ein Makro klingen, oder? Das ist doch sehr vernünftig. So, wir befreien uns mal. Zugbeeinflussung. Und mach mal die AFB an. Dazu, ups, ne, den Kombihebel. Vergessen, dass es ein Kombihebel ist. Den setzen wir auf 0. AFB voll durchgedrückt. Und dann müssten wir, glaube ich, einmal AFB. Hier drauf drücken. AFB. Und dann setzen wir uns mal V-Soll auf 100. Wir sehen, es blinkt hier, deshalb müssen wir jetzt hier noch einmal draufdrücken, um das zu bestätigen. Und jetzt ist auch die Begrenzung auf 100 aktiv. Ja, also nicht vergessen, wenn ihr die AFB umstellt, einmal noch hier draufdrücken, um die Umstellung auch zu bestätigen. Es ist ein bisschen nebelig, ganz leichter Nebel heute hier auf der Strecke. Aber wir können heute mal hier ein Alpenpanorama genießen vom Feinsten. Das erste Mal alpin unterwegs im TSW, zumindest in Österreich. Wir waren ja schon mal in den Alpen in der Schweiz. Aber sagen wir mal, die Strecken kommen, glaube ich, szenerietechnisch nicht so ganz ran an das, was wir hier heute noch zu sehen bekommen. Wir können natürlich das Fenster öffnen. Tür ebenfalls. Einmal hier vorbei am Bahnsteig. Und was wir natürlich auch haben, wir gucken uns mal direkt den neuen Fotomodus an. Sollen wir? Machen wir gleich, wenn uns irgendwie ein KI-Zug vielleicht entgegenkommt, dann können wir da ein schönes Motiv uns mal raussuchen. Aber mir macht der Fotomodus sehr viel Spaß. Finde ich sehr, sehr cool, dass er da ist. Ja, genau. Ups, mach mal mein Handy kurz leise. Pardon, hat jetzt hier im Hintergrund rumgebimmelt. Ja, endlich mal ein neuer Zug, beziehungsweise eine neue Lok. Vectron, herrlich. Wurde sich so oft von so vielen Leuten gewünscht. Und jetzt haben wir ihn endlich. Kurzer Güterzug hier. Ja, das hier ist das erste Video von noch vielen, die folgen. So, freigegeben sind jetzt gleich 120. Aber gleich kommt auch schon eine Einschränkung auf 110.
Also, der TSW 4, da gibt es so viele Sachen, die wir uns jetzt angucken müssen im Laufe der nächsten Tage, in Videos, in Livestreams. Und das werden wir natürlich alles machen. Einer der coolsten neuen Features, die ich finde, die erwähnenswert sind, die eigentlich ganz klein sind, ist das hier. Dass wir endlich hier auch mal sehen können, wie viel Kilowattstunden wir verbraucht haben bzw. zurückgespeist haben. Die Funktion habe ich mir persönlich schon so lange gewünscht. Und jetzt haben wir sie endlich und das finde ich einfach so cool. Natürlich sind heute hier keinerlei Mods oder sonst irgendwas am Start, denn dieses Video ist ein paar Tage vor Release aufgenommen. Das heißt also, es können auch gar keine Mods existieren zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hier aufgenommen wurde bzw. wo das Video auch veröffentlicht wird. Und das wird jetzt bei den, ja, vermutlich auch bei den nächsten 2, 3 Videos auch der Fall sein. Je nachdem, wie gut ich es schaffe, vorzuproduzieren, aber ja. Ah, genau, wir dürfen, wir dürfen nur 100 fahren. Genau, wir haben hier dieses neue Mini-HUD, habe ich jetzt mal so gelassen an dieser Stelle, sodass wir hier und hier alle Informationen haben, die irgendwie für uns relevant sind. Wir können uns auch mit Steuerung 1, nee, Steuerung 2 auch nicht. Steuerung 3 sind die Signale. Steuerung 4. Genau, ist das da oben rechts? Ups, so. Steuerung 5. Weiß ich gar nicht. Steuerung 6, genau, sind die Punkte. Die möchte ich nicht haben. Und wir gehen mal kurz jetzt hier, machen jetzt mal eine kleine Pause, weil ich gerne... Na? So, an dieser Stelle hier in den Fotomodus wechseln möchte, um euch mal den hier zu zeigen. Wo sind wir? Hallo? Zug? Da. So. Also hier haben wir übrigens das andere Fahrzeug, das mitgeliefert wird, beziehungsweise das Fahrzeug, das mit der Strecke der Vorarlbergbahn mitgeliefert wird, die ÖBB 4024 Talent 1. Der fährt hier nach Bregenzhaven. Die gute Dame trägt auch übrigens hier die Kleidung der ÖBB, auch wenn die Krawatte etwas komisch aussieht. Und wir, ups, wo sind wir denn hin? Gar keine Person hier im Zug. Naja, ist auch egal, auf jeden Fall. Können wir hier mit dem Fotomodus ein paar ganz interessante Dinge machen. Wobei ich gerne noch kurz so hier auf diesen Moment abpassen wollte, wo wir auf gleicher Höhe sind. Und zwar können wir jetzt einfach mal, also wir können mal Folgendes machen. Wir können jetzt mal hier die Schärfentiefe setzen wir jetzt mal auf ganz gering, genauso wie den sogenannten Schwerpunkt. So, jetzt ist alles erstmal blurry. Dann das Sichtfeld machen wir mal etwas runter. Das heißt also, wir zoomen ein bisschen rein. Und dann können wir den Schwerpunkt wieder so setzen, bis wir... Na? Beziehungsweise die Schärfentiefe ein bisschen... Ne, lassen wir die Schärfentiefe so, wie sie war. Und kümmern uns doch hier um den sogenannten Schwerpunkt. Dann können wir, na, ich hätte noch gerne den Hintergrund weiter, viel, viel unschärfer. So zum Beispiel, sodass wir hier den Talent scharf haben im Feld. Dann können wir noch ein bisschen an der Rotation rumspielen. Das heißt also, so ein bisschen nach rechts und links schwenken. Das mache ich jetzt mal nicht zu sehr, weil wir sonst am Ende seekrank werden. Dann können wir hier auf dieser Seite, können wir dann beispielsweise die Belichtung einstellen. Gehen wir mal ein bisschen runter mit der Belichtung. Sättigung meinetwegen gerne ein bisschen hoch. Vignette ist praktisch hier, dass das hier so außen im Bild ist, so ein bisschen dunkler wird, wenn wir die Prozentzahl hochstellen. Das ist die Sättigung, Entschuldigung. Hier die Vignette. Genau, also wenn wir die hochstellen, ihr seht, das haben wir da so einen schwarzen Rand. An die andere Richtung wird es ein heller Rand. Ich mag es immer ganz gerne, so einen leichten schwarzen Rand zu haben. Und da können wir hier nochmal die allgemeine Bildhelligkeit umstellen. Und dann können wir mit der Kamera uns ein bisschen umpositionieren und einen Screenshot zum Beispiel hier machen. Ja, also so zum Beispiel hier. Oder können das auch andersrum machen mit dem Vectron.
im Vordergrund und der Talent im Hintergrund. Können hier nochmal einen Screenshot machen. Ne? Bildschirmfoto aufnehmen. Also das ist schon, ich finde es schon mega cool. Also man kann da wirklich sehr kreativ werden und unglaublich schöne Screenshots machen. Zum Beispiel hier so, ne, unscharf hier im Vordergrund ÖBB, im Hintergrund scharf dann der Vectron. Kann man doch natürlich genau andersrum machen, wenn wir jetzt hier den Schwerpunkt verlagern auf hier vorne, also wo praktisch was scharf gestellt wird und dann machen wir so ein Bild. Also ne, der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Oder nicht gar keine Grenzen, aber nur sehr wenig Grenzen gesetzt. Und es macht schon sehr viel Spaß, muss ich sagen, hier im TSW 4 unterwegs zu sein. Das ist tatsächlich, um das an dieser Stelle auch mal zu sagen, das ist meine allererste komplette Fahrt hier über die Strecke, die ich hier mache. Das heißt also, das alles, was wir jetzt gerade sehen, ist auch für mich Neuland, weil ich bin gar nicht so viel gefahren, sondern ich hatte direkt Lust, euch einfach mitzunehmen, um euch auch eine möglichst ungefilterte Experience zu geben, dass ich jetzt gar nicht großartig vorher da mich schon selbst mit beschäftigt habe und schon Kilometer um Kilometer gefahren bin, sondern das sind tatsächlich auch meine ersten Kilometer hier auf dieser Strecke. Daher verzeiht es mir, ich kenne mich auch nicht perfekt aus, habe noch keinerlei Streckenkenntnis. Interessant, dass dieser Container einfach hier auf dem Gleis drauf liegt. Wild auf jeden Fall. Hier sind ja Leute. Oh, das ist schön. Sowas mag ich mal, wenn hier so am Streckenrand einfach irgendwelche Menschen da verteilt sind. Ja, ganz kurz mal die Streckenkarte angeguckt. Genau, das hier ist unsere gesamte Strecke. Können wir uns später nochmal etwas genauer angucken. Wir dürfen immer noch nur 100 fahren. Okay. Wir müssen in 3,4 Kilometern anhalten. Wir können hier natürlich Rollos runter machen. Ihr kennt das. Hallihallo. Sind übrigens hier im Fahrplan unterwegs, ne? Das ist kein Szenario. Und hier zum Early Access gibt es noch keine anderen DLCs zur Verfügung für den TSW 4, sondern wirklich nur die TSW 4 Strecken. Das heißt also sowas wie so, einmal ganz kurz runtergebremst. Das heißt sowas wie der Flirt 1, der als Layer hier in der Strecke auch mit dabei ist. Der ist zum Beispiel jetzt heute hier nicht mit dabei, weil Luzern-Sosi habe ich noch gar nicht auf der Platte für TSW 4. So, wir haben gerade gesehen, wir haben jetzt mit der E-Bremse gebremst und haben jetzt mal eben 52 Kilowattstunden auch wieder zurückgespeist in die Oberleitung. So, dann stellen wir die AFB mal ein bisschen runter. Erstmal hier auf PZB wachsam. Zugbeeinflussung. Genau. Zugbeeinflussung. So, AFB ist auf 60 voreingestellt und jetzt einmal draufdrücken, bestätigen und die 60 gelten jetzt. Aber wir müssen sowieso jetzt anhalten, von daher. Machen wir das mit der E-Bremse. Soweit wir können. So, 700 Meter haben wir noch bis zum halt zeigenden Signal. Da meldet sich die SIFA immer wieder. Aber es ist ein vergleichsweise angenehmer SIFA-Ton, muss ich auch sagen. Ist nicht so schlimm wie bei den deutschen Fahrzeugen. So, 300 Meter haben wir noch.
haben mittlerweile 61 Kilonewton zurückgespeist. Aktuell ist unsere Gesamtzugkraft minus 3 Kilonewton. Da fährt noch ein Talent vorbei. Moin. Und hier vorne halten wir dann an. Einmal die E-Bremse komplett rein. Und die Zugbremse hinterher werfen. So, einmal bündig am Signal halten. So, Ziel erfüllt. Was sollen wir jetzt machen? Wir sollen die Wagen abkuppeln. Das machen wir doch mal mit Vergnügen. Der Zug ist eingebremst, hervorragend. Die direkte Bremse wenden wir dann ebenfalls noch an. Dann einmal runter gestiegen. Und können uns hier sogar auf die Leiter stellen. Boah, ach wie cool. Das ist ja mal cool. Können wir auch hier runter? So, und einmal abkuppeln. So, ist erledigt. Einmal zurück in die Lok geklettert. Nein, nicht das Fenster auf. Und da müssen wir da vorne anhalten, dürfen aber nicht fahren. Fragen wir mal hier beim Stellwerk nach. Abgelehnt, auf Signalwechsel warten. Gut, dann müssen wir jetzt hier warten, bis erstmal ein anderer Zug an uns vorbeirauscht. Ach, guckt euch das an. Hier schön mit den Alpen da im Hintergrund. Ach, ist das nicht schön. Hier auch schön, so ein kleiner Vorgarten noch ausgestaltet mit so ein paar Steinchen. Auch so ein paar Blumen. Und da kommt auch schon der Kollege, auf den wir warten. So, müssen warten, bis er jetzt den Streckenabschnitt vor uns freigibt. Ach, kann man genug kriegen von dieser Lok? Ich glaube nicht. Ich glaube, mit der werden wir noch sehr, sehr, sehr oft gemeinsam unterwegs sein. Noch sehr oft. Ja, auch die Dachaufbauten. Wundervoll gemacht. Mit den verschiedenen Stromabnehmern. Sehr detailliert. Okay, wir haben da ein Ersatzsignal. So. Eigentlich können wir doch hier die Zugart eigentlich umstellen, oder? Jetzt können wir doch auf den PZB-Modus O umstellen. Bestätigen wir. Zugbeeinflussung. Jawohl, sind jetzt in Zugart O. Ja. Ach so. Ja. So, jetzt müssten wir fahren können. Wir fahren da jetzt mit PZB-Befehl 40 drüber. Zugbeeinflussung. 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 So. Und die Lok beschleunigt wie ein Formel-1-Wagen übrigens komplett ohne Fahrzeuge, ohne Zug hinten dran. So, nicht schneller werden als 40. Und nutzen wir die E-Bremse, um schon mal langsam zum Halten zu kommen.
Hier sehen wir auch das Halt für Rangierfahrten. Genau. Das passt also sehr, sehr gut. Und wir legen die direkte Bremse an. Beziehungsweise die Lokbremse. So, und dann haben wir das hier geschafft und machen einfach mal weiter, kehren zum freien Spiel zurück und warten jetzt hier, bis es 10.35 Uhr wird. Beziehungsweise wir können eigentlich schon weiter, weil das ist jetzt praktisch Teil 2 des Fahrplans hier. Das wurde in zwei Teilen aufgeteilt und dementsprechend fahren wir jetzt den zweiten Teil. So, dazu wechseln wir jetzt einmal den Führerstand. Das heißt also, wir lösen. Na, wobei, vielleicht sollten wir eigentlich die Bremse leicht angelegt haben, oder? Hauptschlüssel auf aus. AFB machen wir jetzt auch aus. Genau. Und schalten das Licht einmal ganz kurz aus. Genau. Und dann wechseln wir jetzt mal den Führerstand. Hallo Tür. Einmal bitte die Tür zu. Und jetzt einmal in Führerstand Nummer 2 eingestiegen. So. Dann einmal Hauptschlüssel rein. Führerbremsventil Trennung angeschlossen. E-Bremse lösen. PZB Modus ist O. Hervorragend. Das passt soweit alles. Dann machen wir uns einmal vorne dreimal weiß, hinten zweimal rot an. Zugspitzensignale sind aktiviert. Bremse lösen. LZB Störbetrieb aktiv. Y. LZB, PZB und SIFA an. Genau. Dann einmal das Display auf hier umgestellt. Lokbremse lösen. Und dann müssten wir fahren können. Ah! Zugdienst fehlgeschlagen. Haltesignal. Ups. Ups. Upsi. Tja. So viel dazu. Da ist uns die Lok einfach nach hinten weggerollt und hat ein Signal überfahren. Ja, nee, Moment, das wollte ich jetzt nicht spielen. Nochmal hier von vorne. Also machen wir mal ganz kurz einen kleinen Schnitt. Und wir gehen mal in das nächste Szenario rein. So, da sind wir auch wieder. Also das Szenario jetzt wieder geladen. Wie gesagt, das ist halt eine einzelne Fahrplanfahrt für sich. Dementsprechend können wir da jetzt einfach das Ganze nochmal neu laden und zack, dann sind wir auch wieder hier. Also so viel dazu. LZB, PZB und SIFA bitte noch an. Dann einmal die Lichtkonfiguration auf dreimal weiß und zweimal rot. Den PZB-Modus einmal hier auf die obere Zugart. Zugbeeinflussung. Und achso, vielleicht noch die E-Bremskraft können wir gerne auf 240 kN hochstellen. Und dann können wir jetzt auch schon los. So, VMAX 40, da wir noch kein Hauptsignal
überfahren haben, sind wir eigentlich eine Verschubfahrt, ne? Eigentlich dürfen wir, glaube ich, nicht schneller als 25 fahren. Also was wir jetzt, glaube ich, machen, ist, dass wir einmal hier an die Wagen vorbeirollen und danach wieder an die andere Seite ankuppeln und dann fahren wir in Richtung Steinbruch, meine ich. Aber gut, dann machen wir das jetzt mit 40. Also Leute, ich kann euch eins sagen, es macht unwahrscheinlich viel Spaß, mit dem Vectron rumzufahren. Das ist ein so gutes Fahrzeug. Da muss ich wirklich sagen, das ist vom Qualitätsniveau her wie die Baureihe 101. Das ist im Grunde genommen die 101 der Güterzüge jetzt. Achtung, Zugdurchfahrt, genau. Auch hier, Achtung, Zugdurchfahrt. Bitte halten Sie Abstand. Hervorragend. Ja. Das Hauptsignal ist rot. Das wollen wir jetzt nicht überfahren. Fragen wir mal beim Fahrdienstleiter nach. Abgelehnt, es befindet sich ein Zug auf dem Abschnitt voraus. Okay. Hätten vielleicht den Stromabnehmer mal wechseln sollen, ne? Können wir, denke ich, auch machen, oder? Ne, wobei, ich glaube, das ist halt der Stromabnehmer, der extra für Österreich 15 kV ist. Ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach so den Stromabnehmer wechseln können. Oder? Also wir können hier den Stromabnehmer senken. Aber die Stromabnehmer... Auswahl ist letztlich das hier und da Österreich 15 kV das einzige ist, was hier gerade passt, können wir nicht einfach so den Stromabnehmer wechseln. So, warum können wir denn eigentlich nicht fahren? Ein Zug befindet sich auf dem Abschnitt voraus. Ist das so? In welche Richtung gucken wir? In die hier. Okay, hier fährt wohl ein Zug gleich noch durch. Ja, das ist die andere Richtung. Hier ist alles grün in die Gegend. Da, auf den hier warten wir noch. Okay, dann warten wir halt. Wir sind halt ein Güterzug, ne? Also Güterverkehr muss halt einfach immer warten. Schauen uns hier die Leute an. Übrigens auch ein neues Feature von TSW 4. Leute haben jetzt Gepäckstücke dabei. Haben wir auch neue Charaktere? Na, ich glaube, die Gesichter sind die gleichen. Achso, und was wir auch haben, was ein unglaublich cooles Feature ist, ist halt einerseits die österreichischen Anzeigen hier. Und das hier vorne, hier dieser Anzeiger. Mit allen weiteren Zügen, die noch kommen. Und das ist keine Textur, sondern das ist tatsächlich... Oh, der hat sogar Verspätung. Wahnsinn. Das ist tatsächlich dynamisch. Ich habe eine ÖBB, Bus und Bahn. Aha, ein Ticketshop hier. Ticketautomaten der ÖBB. Kann man sich hier ziehen. Achtung, Zugdurchfahrt steht auch hier. Okay, kommt ein Zug? Nee. Ja, wir müssen noch einen ganzen Augenblick warten, bis der jetzt vorbeikommt. Aber gucken uns so lange gerne noch weiterhin von außen auch dieses wundervolle Modell an. Ich würde gerne in den Fotomodus rein und ein Foto machen, aber dann ist halt das Spiel auch angehalten, dooferweise. Also ist cool, dass es anhält, aber das heißt dann aber auch gleichzeitig, dass wir jetzt nicht unsere Wartezeit damit verkürzen, indem wir im Fotomodus rumspielen. Schade. Was ist das? Das ist vermutlich für den Sand, oder? Ja, ich denke schon. Hier in Hohenems.
So. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die Dachaufbauten hier unglaublich detailliert. Unglaublich schöne, gut gemachte Texturen. Wir haben hier Stromabnehmer für verschiedene Länder. Und zwar können wir hier in Deutschland fahren, in Österreich, der Schweiz und Frankreich. So, ist hier irgendwas bedienbar? Nee. Okay, gut, dann ist das so. Da ist endlich der Zug, auf den wir gewartet haben. Wir können uns auch natürlich hier hinsetzen. Sogar mit Steckdose kann man das eigene Handy noch aufladen. So, da kommt er vorbei. Dann dürfen wir fahren. Fahren mit Befehl 40 über das Signal. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Halten wir uns einfach mal gedrückt. Zugbeeinflussung. So. Na, okay. Aber das passt soweit. Also, ey, Wahnsinn, wie diese Lok beschleunigt. Verrückt. Oh, wir sind viel zu schnell. So schnell wollte ich gar nicht fahren. So, und da vorne halten wir auch schon. So, einmal angehalten. Ach so, müssen wir noch ein Stück weiter fahren. Hallo? Okay, gut, hat geklappt. Dann wechseln wir die Fahrtrichtung. Ich mache das jetzt einfach mal so. Allerdings können wir ruhig die Lichterkonfiguration so einstellen, dass wir sowohl vorne als auch hinten dreimal weiß haben. Genau. Ich glaube, das ist nämlich die richtige Signaleinstellung für Rangierfahrten. Und lösen die Lokbremse. Und let's go. Hä? Oh. Haltesignal überfahren. Ach Mann. Oh Mann. Nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ah, ihr wisst, ich bin so schlecht, was Rangieren angeht, dass es meine absolute Nemesis. Oh. Na gut. Gut, das war dann meine Dämlichkeit, dass ich einfach nicht in der Lage bin. Ja. Genau. Zwergsignale zu beachten. Na gut, okay, aber dann würde ich sagen, setzen wir einfach einen Strich darunter, zweimal ein haltzeigendes Signal zu überfahren in einer Fahrt, zeigt einfach nur, dass ich viel mehr Übung brauche. Das war das erste Video von noch vielen zu TSV 4. Ich bedanke mich fürs Zusehen,
Bin gespannt auf eure Kommentare dazu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.